Ja, alles in allem sind wir erstmal glücklich, dass wir die 3 Punkte mitnehmen konnten. Ich denke, es war sehr, sehr heiß. Wir haben einen großartigen und sehr guten Kampf geliefert. Klar hatte Werl oft und mehr den Ball, aber ich denke, wir haben es in der ersten Halbzeit ganz gut wegverteidigt. In der zweiten Halbzeit sind sie dann ein bisschen mehr gekommen, haben wir aber auch dagegen noch ein bisschen umgestellt. Ist dann klar, dass du irgendwann, wenn die Gegner so oft den Ball haben und so viel den Ball haben, nicht alles wegverteidigen kannst. Aber ich denke, Felix hat uns da auch 2-3 Mal ganz gut im Spiel gehalten. Aber ich denke, alles in allem war es dann echt okay. Oder was heißt verdient, aber aufgrund unserer kämpferischen Leistung denke ich schon, dass es in Ordnung geht. Ja klar, solche dreckigen Siege, sage ich mal, sind die besten. Und ich meine, aufgrund unseres Kampfs und so haben wir uns dann am Ende auch mit dem Lucky Punch noch belohnt. Und deswegen, alles in allem war es echt gut und gibt es natürlich Selbstvertrauen. Ich würde sagen, schon das 2-1 von Conny, als wir dann der 88. glaube ich war es, alle zusammengekommen sind, zusammen gefeiert haben. Und natürlich auch gewusst haben, dass wir noch 6 bis 8 Minuten zu überstehen haben. Aber ich denke, mit dem 2-1 war ich mir relativ sicher, dass wir das dann auch nach Hause fahren werden. Wir haben natürlich gewusst und den Gegner auch analysiert und gesehen, dass sie viel, viel spielen wollen, auch hinten oft ins Risiko gehen wollen. Deswegen haben wir gleich gesagt von Anfang an, dass wir komplett pressen. Ich denke, dass die ersten 15 Minuten auch gut aufgegangen, hatten viele gute Ballgewinne im vorderen Drittel. Und wir haben auch gewusst, dass sie anfällig sind über die Seitenverlagerung. Ich denke, so ist dann auch das erste Tor entstanden, dass Grille uns gut raus kombiniert hat auf die andere Seite zur Bene. Und alles in allem waren wir gut eingestellt, eben weil wir gewusst haben, dass sie viel hinten spielen, auch viel ins Risiko gehen wollen. Und haben gesagt, wir gehen gleich vorne voll drauf. Und ich denke, das ist in der Anfangsphase dann auch gut gelungen. Ja, na klar, solche Siege geben natürlich extrem Selbstvertrauen. Aber wir wissen auch, dass es in 2 Tagen schon weitergeht. Das heißt, die Videos anschauen, Gegner analysieren, ein paar taktische Dinge besprechen und dann denke ich, sind wir auch am Mittwoch wieder gut vorbereitet und wollen natürlich die nächsten 3 Punkte holen zu Hause.